Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat gezeigt, dass eben unsere Werte, Frieden, Freiheit nicht selbstverständlich sind. Umso wichtiger ist es, dass wir in Europa zusammenwachsen und zusammenstehen. Diese Solidarität, die wir jetzt in Bezug auf den Krieg in der Ukraine erleben, gilt es weiterzutragen, denn Europa ist eine starke Gemeinschaft. Und der Europatag ist heuer etwas ganz Besonderes und ich freue mich, dass wir hier in München dieses Europarat haben und dass wahnsinnig viele Bürgerinnen und Bürger heute dabei sind, um für Europa einzustehen und sich über Europa zu informieren. Das Europarat ist heute ein ganz besonderes Highlight beim diesjährigen Europa Mai, den ich als Schirmpatin nun schon zum dritten Mal in Folge begleiten darf. Und Europa, das sind wir alle. Und so freut es mich, dass heute so viele Menschen hierher gekommen sind ins Werksviertel, um gemeinsam über unsere Werte und unser europäisches Projekt ins Gespräch zu kommen. München trägt Europa im Herzen und darauf bin ich wirklich sehr stolz. Alle Menschen können mit dem Begriff Europa etwas anfangen, aber viele wissen nicht so ganz genau, welchen Einfluss die Europäische Union auf ihr Leben hat. Und hier besteht die Möglichkeit, sich zu informieren und Fragen zu stellen, zu diskutieren, aber auch ein bisschen Spaß dabei zu haben. Das ist ja auch wichtig. Das ist ja nicht nur ein ernstes Thema, sondern die Europäische Union ist etwas, was ja auch Freude machen soll. Hi, also ich bin der Jonathan und ich war heute zusammen mit zwei anderen Studentinnen aus München in der ersten Gondel und wir hatten die Möglichkeit, uns mit einigen Politikern austauschen zu dürfen. Neben dem allübergreifenden Thema der Ukraine-Krise haben wir aber auch Themen behandelt, wie das Jahr der Jugend, das im Moment in Europa vorherrscht, und haben dazu Fragen gestellt und eben auch überlegt, wie kann die EU für junge Leute attraktiver werden und was für Möglichkeiten gibt es da und was kann man vielleicht noch machen. Also wenn ich hier durchlaufe durch diese Veranstaltung, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn man sieht, wie viele Menschen sich am Sonntagnachmittag anstellen, um politische Bildung genießen zu dürfen, um sich auszutauschen. Das ist großartig. Es ist schon sehr, sehr schön zu sehen, dass sich unsere Idee, die wir mit dem Demokratierat hatten, jetzt fortsetzt, auch in solchen schwierigen Zeiten, wie wir sie haben. Und dass es uns gelungen ist, so ein Event wieder auf die Beine zu stellen, was auch ein Zeichen setzt.